Ein bisschen kaputt die Mucke, aber egal. Ich habe schon wieder Hustenreiz, das ist... Ich merke, ich sollte noch was trinken. Das hilft da nämlich. Ah, wir schlucken den Hustenreiz einfach runter und Alter, das Lied geht mir gerade auf den Sack. Ich weiß nicht warum, irgendwie passt das überhaupt nicht zu dem Thema eines Waldes. Finde ich. So. Dann darf das hier reinfließen. So, so, so. Und reißen wir das auch noch gerade weg. Ach, da ist auch ein Zombie gestorben. Ach, wie schön. So. Und schon könnte man das alles hier auch wieder als Feld bebauen. Das hier wird ein bisschen schwieriger, aber auch das ist machbar, indem wir das hier einfach nochmal ein bisschen höher setzen. So. Dann können wir auch da direkt mal wieder ein paar Eimerchen Wasser drauf klatschen. So. So und so. Den nehmen wir uns auch mal gerade mit. Seppen den da hin. Nehmen uns den da nochmal weg und dann kommt da einer hin. Und schon können wir so langsam darin übergehen, den gesamten Berg zu einem großen Feld zu machen. Naja, das hier vielleicht noch nicht so, aber das reißen wir gerade mal weg. So, dann kommt man wenigstens auch mal hier besser hoch. Habe ich eigentlich irgendwo noch ein so eine Hake? Da. Die kommt dann nämlich auch gleich auch in unser schönes kleines Werkzeugregal rein. Weil, warum auch nicht? So, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz. Haben wir davon noch ein paar Seeds? Ja, haben wir. Zum Glück habe ich das gerade nicht kaputt gemacht. Zack, 4, 5 und 6. Das reicht noch nicht. Zack und 7. Oh, da brauchen wir auch noch ein paar Seeds für. Die dürften wir jetzt auch schon haben. 9 Stück. Ja, reicht. Reicht nicht. Okay. Gucken wir mal, ob wir da noch ein paar mehr rauskriegen. Da haben wir jetzt noch 3 Stück. Ja, fast reicht. Fürs Erste. Alter, ich müsste schon wieder husten. Was ist denn das für eine Kacke? Also dieses viele Reden ist nicht gesund anscheinend. Aber egal, klatschen wir noch ein paar Bäume und fressen ein Toast. Erst den Baum klatschen, dann das Toast essen, liebe Kinder. Ansonsten könnte es passieren, dass euch der Baum auf den Kopf fällt, während ihr gerade genüsslich in eure Stulle reinbeißt. Und das tut im Allgemeinen weh. Das ist schmerzhaft. So ein Baum kann ja doch mal ein bisschen was wiegen und den will man nicht auf den Kopf haben. Zack. Ah, wie geil. Ich liebe es, wenn das so schon schnell geht. Mammutbaum.de oder was ist hier los? Mammutbaum.de. Okay. Ja, gut. Alles klar. So. Den Riesenbaum hier möchte ich aber eigentlich sogar stehen lassen. So, das reißen wir weg hier. Das ist halt hier Zwangsrodung, ist Jan gesagt. Genau, alles geht kaputt. Noch alles weg. Und dann holen wir uns jetzt auch noch die ganzen Bäume, die hier vorhin angepflanzt haben. Die holzen wir direkt wieder weg.
weil wir haben keine Lust auf Natur. Wir wollen nur Baustoffe haben, damit wir bauen können. Oh ja. So. Das ist auch noch ein kleiner. Den. Wie war das nochmal mit? Das ist ein kleiner. Super. Wie groß ist denn der? Achso. Okay. Nicht viel größer. Alles klar. Jetzt hier noch irgendwo ein bisschen Holz. Es ist nämlich immer so ätzend, wenn man auch nur ein kleines Fitzelchen an Holz da stehen lässt. Dann bleibt da leider ein Riesenbereich an Blättern einfach so und verschwindet dann nicht. Lässt dann dementsprechend auch keine Setzlinge fallen und naja, den Rest kann man sich ja dann denken. So. Deswegen wollte ich auch übrigens das Redstone haben. Damit das mit der Axt eben einfach so wunderschön schnell geht. Oh, reißen wir den auch noch kurz weg. Wie, es wird schon wieder dunkel. Na super. Einmal noch, ja, nicht Brot essen, sondern Bäume pflanzen. Müssen wir auch irgendwas für unser Holz tun. So. Ja, wenn die Nase läuft. Und, naja, ich höre auf, von Schleim und Gedöns zu reden. Das machen die Leute schon zu Genüge in etwas höheren Ämtern. Kein Kommentar. So. Und ab in die Pofnische. Sehr schön. So. Ich guck gerade mal ganz kurz, wie lange sind wir denn jetzt schon dran? 1:30 Uhr. Ach, das ist ja noch. Das geht ja noch. Das ist ja nur eine kurze Aufnahme. Vielleicht belasse ich das auch bei der kurzen. Einfach aus dem simplen Grund, dass ich eigentlich gar nicht so viel vorproduzieren möchte. Der ist noch am Brutzeln. Die Kiste ist bald auch schon wieder voll. Das ist ja krass. Das ist wirklich krass. Aber das klatschen wir da noch rein. So. Ja, das lassen wir noch durchwendern. In der Zeit hau ich hier mal die Wassereimer. Ich brauche gar nicht so viel Wasser. Ja, vielleicht später doch. Mal gucken. So. Das Holz sammeln wir mal. Das schmeißen wir da rein. Die Samen kommen da rein. Die Erde kommt da rein. Halt, da ist noch ein Blümchen. Das komische Buch kommt da rein. Lad mal hier rein und dann klatschen wir unsere geile Ho da oben rein. Und dann. Was können wir denn jetzt noch hier basteln? Könnte das zweite Stockwerk drauf knallen, ne? Aber ich würde gerne den Blast Furnace bauen, damit wir endlich den Stahl uns herstellen können. Damit wir den Gegnern auch stahlhart in die Fresse schlagen können. Oder. Wir machen mal eine. Warum nicht? Wir machen einfach mal eine Reise. Haben wir denn genug? Ich nehme mir mal zur Sicherheit. Hallo? So. Etwas Kohle und etwas Holz mit. Weil. Ja, genau, da wollte ich die Kohle drin haben. Ich mache mir jetzt hier einfach mal ein paar Sticks, weil warum nicht? Klatsch mir hier dann nochmal ein paar Fackeln ins Gesicht. Weil Fackeln kann man immer gebrauchen. So und so, das nehmen wir alles mit. Und dann gehen wir jetzt einfach mal auf eine Reise. Warum auch nicht? Wir haben Spitzhacken dabei, für den Fall, dass wir irgendwelche coolen Erze oder sowas finden. Und ich würde sagen, da hinten ist die Schande. Das heißt, da hinten kamen wir her. Dann gehen wir doch einfach mal in diese Richtung. Weil, warum nicht? Ne? Das ist auch der schöne Wald. Oder da hinten zu dem Berg würde ich ja gerne mal gucken, was wir da so finden. Nasejucken finden wir vor allen Dingen. Ja.
Warum nicht? Ne, so ein bisschen hier erkunden. Mal gucken, haben wir da noch schöne Musik zum Erkunden. Ah, ja, warum nicht? So, dann tollen wir doch mal ein bisschen durch den Wald und nehmen uns mal ein paar Blumen mit. Ich meine, so ein bisschen Farbstoff kann man immer mal gebrauchen. Und Hallöchen, auch das hier. Cotton, ja geil, da können wir uns Baumwolle anpflanzen. Das ist geil. Das ist richtig cool. Kriegen wir auch das Seeds raus? Ja. Tomatensamen! Wie geil ist das denn, bitte? Da ist auch mal Seeds draus. Daraus machen wir uns Seeds. Ich mache aus allen Sachen Seeds, aus denen man Seeds machen kann. Weil, warum nicht? Das ist ja cool. Allein das hat sich jetzt schon gelohnt. Genial. Weil somit sind wir unserem Deluxe Cheeseburger einen weiteren Schritt näher. Wir müssen uns zwar noch irgendwie überlegen, wie wir den Käse hinkriegen, aber vielleicht finden wir irgendwann doch nochmal ein paar Salzerze. Was vielleicht doch etwas unwahrscheinlicher ist als gedacht. Ich muss dann nochmal genau gucken, wie man das wirklich integriert in die Biomes Oplenty Mod. Weil normalerweise sollte es auch in der Erde Salz geben. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir, glaube ich, ein Problem. Dann kriegen wir keinen Käse hin. Oder? Oder gibt es das hier mittlerweile nicht mehr? Das Problem ist, ich kenne immer nur die 1.7er Mod. Pam's Harvest Craft. Cheeseburger. Wie macht man sich Käse mit Salz? So, woher kriegt man Salz? Aus einem Pott und Wasser. Achso, auch wie einfach. Alles klar. Cool, dann kriegen wir doch Salz her. Ist ein bisschen aufwendiger, aber wir kriegen es hin. Das ist sehr schön. Ich Vollidiot, habe keine Schere dabei, sonst hätte ich die Schafe da jetzt sofort geschoren. Aber sofort hätte ich denen die Wolle vom Körper gerissen. Und mitgenommen. Ja, so einfach geht das. Ist noch so ein weißes Blümchen, aber davon haben wir ja eigentlich genug. Ich erschrecke mich schon von dem Gitarrenklang. Was ist das hier eigentlich? Ist das... Oh, Parsnip, cool. Karotten, die kann man nicht klein craften, aber Barley ist auch okay, nehmen wir auch mit. Das weiß ich jetzt auch gerade mal hier, einfach mal zu gucken. Noch mehr Cotton. Sehr cool. Der einzige Grund, warum ich das hier übrigens gerade klein crafte, ist, die Seeds können bis 64 stacken, während normale Früchte und das eigentliche Essen nur bis 16 stackt. Das klumpt uns also noch mehr das Inventar zu, als uns lieb ist. So. Lettuce, wir haben fast alles, was wir brauchen. Ah, Mann. Daraus können wir gerade nichts anderes machen. Die Zwiebeln machen wir mal zu. Zeug, was ist das? Peanuts. Kriegen wir da auch Samen raus? Die wollte ich jetzt nicht haben. Das brauchen wir. Yes, wir kriegen auch daraus Samen. Das kriegen wir zusammen. Chili Pepper auch. Die nicht. Cool. Tja, jetzt wäre es noch genial, wenn wir irgendwie ein bisschen Leder kriegen würden. Weil, dann könnten wir uns auch schon einen Rucksack zusammenschustern. Das wäre ja auch genial. Da hätte ich auch Bock drauf. Oh, wie cool, die ganzen Blumen, die roten Blumen da hinten. Wie cool. Und weitere Höhlen. Was ist denn das da oben auf der Karte? Ist das ein Dorf? Das ist ein Dorf. Das ist ja geil. Erstmal hier rüberspringen. Das ist ja genial. Das hier haben wir schon mitgenommen, den Garten. Da ist nichts drin. Versuchen kann man es ja mal. Das Lied ist schön. Hallo. Okay.
Tja, was haben wir denn hier so Schönes? Irgendwas, was man looten kann?